Hallöchen, ihr da draußen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Folge Elder Scrolls Online entspannt. Ja, heute geht es wieder mit unserer Hauptgeschichte weiter, und zwar das Konklave des Schicksals. Und zwar bin ich hier bei Vicar Gardain, mit Vicar Gardain unterwegs, und wir müssen ja dieses Konzil der Meister infiltrieren, um etwas über die Meisterin Shilreni, oder wie die heißt, die böse Meisterin, hier was rauszufinden. Oder genau, Shilreni. Oder zu schauen, ob sie überhaupt auftaucht. Mal schauen, das bleibt ganz spannend. Ich habe auch ein paar Dailies schon gemacht und möchte mit euch jetzt dann noch die Stufe 36 beanspruchen. Und der Tipp sagt, benutzt Belagerungswaffen während Burgbelagerung, um sowohl feindlichen Spieler als auch Gebäudeteilen Schaden zuzufügen. Ja, das ist PvP. Da will ich jetzt dann gerade nichts mit zu tun haben. Und dann hören wir uns an, was Vicar Gardain zu Ihr sagen seid hat. keinen Augenblick zu früh gekommen, meine Freundin. Bevor Sie entschieden, die Halle zu versiegeln und ich in ein schreckliches Gespräch mit Mund Ela verwickelt wurde, habe ich erfahren, was wir wissen wollten. Meisterin Shelreni ist hier und steht unter Bewachung, bis das Konklave beginnt. Shilreni ist hier? Ich habe ihren Mund draußen gesehen. Er sagte, die Meister seien in Gefahr. Gehen wir und schnappen wir Shilreni. Ah, und nun kommen wir zum Problem. Magister Gotren ist aus Sadrit Mora eingetroffen, um dem Konklave der Meister vorzustehen. Er hat auf der Stelle alle der Halle verwiesen, die keine Telvanni-Meister sind, und einen Schutzzauber auf die Tür gelegt. Es gibt keinen Weg in die Versammlungshalle. Aber es muss doch einen Weg hineingehen. Leider übersteigt es meine Fähigkeiten, einen Schutzzauber zu deaktivieren, der von einem Magister gewirkt wurde. Wenn ihr einen Einfall habt, so teilt ihn bitte. Ansonsten fürchte ich, dass die Meister da drin auf sich allein gestellt sind. Melen ist ein Magister. Vielleicht kann er uns helfen, den Schutzzauber zu überwinden. Ein Magister, um Magistermagie zu kontern, ne? Gute Idee. Deaktivieren wir den Schutzzauber. Ein Schutzzauber braucht Anker. Setzt meine Geister, seht ihr sie? Einen auf jeder Seite der Tür? Ich werde euch meine Kraft leihen, um sie abzuschalten. Betreten wir die Versammlungshalle. Aber vorher trinkt man noch ein Schlückchen auf euch. Nachgelassen ist meine Laune immer deutlich besser. Ah. Ach so, ja, er mag, wenn wir uns betrinken. Auch gut. Dies ist eine geschlossene Sitzung. Was bedeutet dieses Eindringen? Nun, Gotren, sicher gelten solche Einschränkungen nicht für einen Magister und seine Entsandte. Melden der Mundlose, ein Geist? Sei's drum, ich werde eure Possen nicht dulden. Nichts in unseren Statuten schließt tote Magister von der Teilnahme an einem Konklave aus. Jetzt hört euch an, was meine Entsandte zu sagen hat. Reicht hin. Nun gut, tretet vor. Ihr steht auf wackeligem Boden, Mund des Mundlosen. Was ist so wichtig, dass Magister Melen es wagt, diese geschlossene Sitzung des Konklave der Meister zu unterbrechen? Ihr seid alle in Gefahr. Meisterin Shilreni will alle ihre Rivalen ausschalten. Und Magister Melen hält uns für so nutzlos, dass er einfach dazwischenfahren und uns alle retten kann? Wie anmaßend von ihm. Meint ihr wirklich, eine einzelne abtrünnige Meisterin wäre dieser Versammlung gewachsen? Es ist nicht nur Meisterin Shilreni, sie wird von zwei dädrischen Fürsten unterstützt. Das habe ich gehört. Deshalb entschied ich mich ja auch, einen bequemen Turm zu verlassen und den ganzen Weg hierher zu kommen, um persönlich dieses Konklave zu übernehmen. Die Meister werden die Anschuldigungen anhören, die Angeklagte befragen und schnelle Gerechtigkeit walten lassen. Sie wird euch alle töten, so wie sie Mel den Mundlosen getötet hat. Seid ihr deshalb hier, um noch eine Anschuldigung gegen Shilreni vorzutragen? Dann ist dies hiermit vermerkt. Vielleicht hat sie sich deshalb ohne viel Aufhebens gestellt, damit sie um Gnade flehen kann. Vielleicht werde ich nachsichtig sein. Vielleicht auch nicht. Das ist sicher eine Falle. Ihr begeht einen Fehler, Magister Melen sagt,
Ihr dürft Meisterin Celreni nicht unterschätzen. Genug von diesem Unsinn. Ich habe die Bedenken eures Magisters und seine Anschuldigungen gehört. Jetzt sind wir hier fertig. Mähen kann bleiben, wenn er möchte. Das ist sein Recht. Doch ihr und der Vikar solltet gehen und uns unsere Arbeit überlassen. Arbeit, ey. Hier drüben. Oh. Ich hatte ganz vergessen, wie langweilig meine angeblich Ebenbürtigen sein können. Eine Schande, dass Celreni nicht noch mehr von meinen Rivalen ausgeschaltet hat, bevor es uns auffiel. Doch euer Meister, Mähen, ich habe viele seiner Possen noch gut in Erinnerung. Deshalb wollte ich mit euch sprechen. Worüber wolltet ihr mit mir sprechen? Euer Meister hat die Abläufe lang genug verzögert. Meisterin Celreni hat sich über ihren Stand erhoben und muss dafür bestraft werden. Alles, was dies aufschiebt und die Zeit in die Länge zieht, die ich in der Gesellschaft sogenannter Ebenbürtiger verbringen muss, wird nicht geduldet werden. Meisterin Celreni hat Magister Mähen ermordet. Er hat das Recht, sie zur Rede zu stellen. Mord, sagt ihr? Das ist schwerwiegend. Ich denke, einer Meisterin, die Pakte mit Daedra eingeht, ist alles zuzutrauen. Wir müssen ihr wirklich ihren Rang nehmen und sie verbannen. Nun, wenn ihr sie denn so dringend sehen müsst, sie wird in einem Besprechungsraum, den ihr über den Ostkorridor erreicht, festgehalten. Dankeschön. Ich weiß nicht, warum diese Debatte nötig ist. Wenn es nach mir ginge, könnten wir gleich abstimmen. Nichts, was hier jemand sagen wird, könnte meine Meinung über Celreni ändern. Wohlan denn? Ist Magister Mähen wirklich tot? Magister Mähen wurde von der Meisterin Celreni ermordet. Er muss sie umgehend sehen. Mähen mag Magister Gotren verwirrt haben, doch es gibt keine Grundlage für die Teilnahme eines toten Tel'vanni an einem Konklave. Das gibt es einfach nicht. Hört zu, wenn wir Celreni nicht finden, vermag niemand zu sagen, was euch und den anderen Meistern zustoßen könnte. Ist das eine Drohung? Meisterin Marena hat Celreni durch die Osttür gebracht, weil sie vor wenigen Augenblicken Ähnliches verkündete. Wenn das einer Meisterin geschehen kann, denkt nur daran, was dann einen niederen Mund wie euch erwartet. Ich bin besser, ja. Ja, schauen wir mal, was haben sie denn da Gutes? Fisch, eine Ratte. Eine coole Feuerstelle, die Einrichtungsgegenstände sind echt super. Nimm alles mit hier. Die brauchen das sowieso nicht, die labern eh viel lieber. Ja. Na dann, ach so. Durch den Ostflügel. Es gibt einen Besprechungsraum rechts. Auf geht's. Dort halten sie wahrscheinlich fest. Celreni ist weg, doch was ist das für eine umgefallene Flasche dort drüben? Das ist reine Traumessenz. Ich wirke einen Zauber, um zu sehen, was hier geschehen ist. Was war das? Nur ein kleines Geschenk von der Fürstin der Träume. Bald werdet ihr genau das tun, was ich sage. Ihr, damit werdet ihr nicht davon kommen. Das bin ich schon. Und mit eurer Hilfe werde ich noch mit viel mehr davon kommen. Nun lasst uns am Konklave teilnehmen. Mein Aufstieg braucht Teilnehmer. Freiwillige oder Unfreiwillige. Wir müssen zum Konklave. Es wird in der Privathalle der Meister im Norden abgehalten. Ja. Es geht etwas im Norden vor sich. Ich glaube, das Konklave beginnt. Dann schauen wir mal. Uah. Okay, da hat sich einer hingelegt. Wow. Meisterin Celreni, ihr werdet beschuldigt, euch gegen eure Mit-Tel'vanni verschworen, Mähen den Mundlosen ermordet und euch mit dädrischen Fürsten eingelassen zu haben. Ihr schuldet uns eine Erklärung. Ich schulde euch überhaupt nichts. Aber ich werde euch alle töten, mein Opfer nehmen und abreisen. Hey,
Helft mir, Magister! Shalhaini, stellt eure Handlungen umgehend ein. Setzt meine Geistersicht ein, um die Schutzzauber abzuschalten. Geht! Beeilen wir uns mal lieber hier. Bisschen plündern schadet ja auch nicht. Wenn diese Narren mich aufhalten können, welche Hoffnung habt ihr? Oh. Oh, oh. Steht auf! Ich habe euch nicht erlaubt zu sterben. Ihr seid toll. Endlich wach. Den Ahnen sei Dank. Ich dachte, Shalhaini hätte euch getötet. Wir sollten uns unterhalten. Der Mund des Mundlosen. Ich schätze, ihr wollt, dass ich zugebe, dass ihr und Mellen recht hattet. Dass ich die Bedrohung durch Shalhaini ernster hätte nehmen sollen. Mhm. Nun tun wir so, als hätte ich das gesagt. Und machen wir damit weiter, was als nächstes geschehen muss. Ich erinnere mich daran, auf Shalhaini zuzustürmen, als plötzlich alles schwarz wurde. Ja, eine ganz schöne Schau. Sie hat das Konklave genutzt, um ihr Vorhaben anzukündigen. Ihr Zauber hätte alle getötet und sie in Position gebracht, den Erzmagister um die Herrschaft über das Haus herauszufordern. Zum Glück war ich zugegen, um die örtlichen Meister zu retten. Was habt ihr getan? Shalhaini mag eine mächtige Meisterin sein, doch ich bin ein Magister des Taiwanirats. Es war ein leichtes, ihren Angriff abzuwehren, während sich das Konklave zerstreute. Dann stabilisierte ich das Portal, durch das sie geflüchtet ist, davon ausgehend, dass ihr ihr folgen wollt. Warum geht ihr davon aus, dass wir Meisterin Shalhaini verfolgen wollen? Also wirklich? Wen meint ihr, hat Mellen wohl zu Rate gezogen, als er seinen Deckmantel der Täuschung ursprünglich erfunden hat? Ich sehe das Mal von Mora auf euch. Haus Telvanni will nichts mit den Machenschaften dädrischer Fürsten zu tun haben. Stellt einfach sicher, dass ihr Shalhaini tötet, wenn ihr sie findet. Was ist mit Meisterin Marina? Meisterin Marina hat ihre Schwäche offenbart, als sie sich gefangen nehmen ließ. Die anderen Meister haben überlebt. In beiden Fällen hat Haus Telvanni gewonnen. Falls ihr vorhabt, Shalhaini nachzusetzen, schlage ich vor, dass ihr sofort aufbrecht. Ich kann dieses Portal nicht ewig offen halten. Es schert euch also nicht, was mit Meisterin Marina geschieht? Ehrlich gesagt, tut es das nicht. Falls es euch noch nicht aufgefallen ist, wir vom Haus Telvanni legen Wert auf unsere Überlegenheit. Mitgefühl und Gnade spielen bei unseren Taten nur selten eine Rolle. Nun kommt in die Gänge. Dieses Portal wird sich schließen, sobald meine Aufmerksamkeit nachlässt. Und ich spüre ein Gähnen kommen. Ah, arroganter Einfallspinsel. Der Schrein von Vermina. Okay. Diese uralte Ruine. Diese Markierungen. Dieser Ort ist Vermina geweiht. Ja, ich glaube, ich kenne den Ort. Dieser Ort? Ich glaube, wir besuchten die Erinnerung daran im Auge von Mora. Ja, richtig. Mein lieber Mellen. Für einen Mundlosen redest du ganz schön viel. Kleiner Witz am Rande. Aber da kann man nichts looten, ey. So viele Urnen. Diese Kammer sieht vielversprechend aus. Wir sollten uns umsehen. Meisterin Shalhainis Notizen, Torwissart. Die Wiederherstellung. Steht etwas Wichtiges in diesen Papieren? Stand etwas in diesen Papieren über Meisterin Shalhaini oder wo wir sie finden können? Diese Seiten erzählen von Meisterin Shalhainis Vereinbarung mit Torwissart. Sie beschreibt, wie Torwissart zu ihr kam und sie in Verminas Dienste einwies. Wie er besessen davon war, etwas wiederherzustellen, was ihm gestohlen wurde oder verloren ging. Und wie er darauf bestand, dass sie diesen uralten Schrein finden. Interessant. Und hier schreibt sie über ihre Anstrengungen bei der Wiederherstellung einer Statue von Vermina. Dann haben sie das Malachit, das sie im Steinbruch von Alavelis abgebaut haben, hierher geschickt. Und sie spricht darüber, wie die verborgene Sippe gebildet wurde, um für Arbeiter zu sorgen, die man für den Wiederaufbau brauchte.
Irgendwie ist die Wiederherstellung einer Vermina-Statue von entscheidender Bedeutung für Torvesats Ziel. Im Panoptikum. Torvesat änderte Moras Erinnerung, indem er eine Vermina-Statue wiederherstellte. Hier muss die ursprüngliche Erinnerung stattgefunden haben, wo Vermina und Perite glauben, dass Hermeus Mora ihnen Unrecht getan und ihnen etwas gestohlen hat, was sie nun suchen. Gehen wir weiter. Diese wiederhergestellte Statue und Meisterin Shelreni müssen irgendwo in diesen alten Ruinen sein. Ja, dann schauen wir mal. Wir haben jetzt mit Vika Gardain schon gesprochen. Ach, tiefer, okay. Da ist kein einziger Gegner. Wir müssen Shelreni finden und sie daran hindern, den Ritus abzuschließen. Shelreni und Meisterin Marena. Wir müssen sie befreien. Mein Schwarzbuch! Shelreni hat wohl meine Vorkehrungen überwunden. Tja. Irgendwann wird alles überwunden. Shelreni setzt die wiederhergestellte Statue als Fokus für ihren Ritus an. Ihr werdet nicht eingreifen. Ein Aspekt von Vermina, das ist nicht gut. Hinfort, Diener des Schicksals. Dieses Befehl wird helfen, wiederherzustellen, was uns genommen wurde. Vielleicht ein bisschen mehr Movement zeigen. Nein! Jetzt, mein Jünger! Schließ das Opfer ab, damit ich das Gefäß einnehmen kann. Ich habe den Fokus, um meine Geistersicht einzusetzen. Meine Geistersicht kann diesen Fall besiegen. Ah! Befreit Marena von den Fesseln. Elektrische Magie ist instabil. Rettet euch! Nein! Wir stehen so kurz davor. Schließt mein Schwarzbuch und nehmt es. Das sollte den Ritus beenden. Das Schwarzbuch zu nehmen wird uns nicht aufhalten. Und einer von euch kann ebenso gut als Opfer dienen. Wir brauchen keine Außenseiter, Shelreni. Oh. Fürstin Vermina akzeptiert euer Opfer und betrachtet euch als würdiges Gefäß. Ich bedauere das Blutvergießen, doch bald ist Moras Ungerechtigkeit ungeschehen. Mit diesem Gefäß kann ich Apokrypha betreten und Moras Herz treffen. Zu mir, Getreue! Wir müssen Apokrypha warnen. Kehren wir zur Buchbinderei von Necrom zurück und finden wir Leramil. Ja. Halt still, dann öffne ich ein Portal zurück nach Necrom. Das war ein Luxus, ey. Wollte mich schon wegbeamen. Ganz schön spannend, ey. Weder Skut noch ich können Hermeus Moras Präsenz spüren. Wir finden das beide verstörend. Gut, ihr seid hier. Sowohl Skut als auch ich spürten eine plötzliche Störung in den Schicksalsfluten. Etwas Schreckliches ist in Apokrypha geschehen. Skut und ich spüren die Anwesenheit des Wissenden nicht mehr. Shelreni führt den Ritus durch Fäulnis Krone opferziehend. Vermina ergriff Besitz von ihrem Körper. Noch ein bedeutendes Ereignis in den Annalen des Schicksals, das mir entgangen ist? Aber Meisterin Shelreni ist tot? Und Vermina hat was getan? Fangt am Anfang an, Entsandte. Was ist bei dem Konklave der Meister geschehen? Wir haben die Meister gewarnt, was bei ihrer Rettung half, als Meisterin Shelreni versuchte, sie alle zu ermorden. Das also war Shelrenis Plan. Die von den Fürsten zur Verfügung gestellte Macht einzusetzen, um ihre Rivalen auszuschalten und im Rang aufzusteigen. Ich bin froh, dass sie gescheitert ist. Doch was geschah dann? Wir sind hier zu dem Schrein gefolgt, den wir in Erinnerung gesehen hatten. Wir retteten die Meisterin, die sie opfern wollte. Und Fäulniskrone beschloss,
den Ritus trotzdem abzuschließen, indem er stattdessen Shereni opferte. Skrupellos, doch passend zu einem Anhänger von Periite. Und ihr sagt, dass dies Vermine erlaubte, Besitz von Sherenis Leiche zu ergreifen? Was ist dann geschehen, Entsandte? Ich barg das Schwarzbuch, doch die besessene Shereni und die anderen öffneten ein Portal nach Apokrypha. Das können sie nicht. Eigentlich nicht. Daher auch all die Mühe, die sich Torvesart und seine Verbündeten gemacht haben, um so weit zu kommen. Zumindest habt ihr die Telvanni-Meister gerettet und Mains Schwarzbuch geborgen. Gut gemacht. Nehmt dies, während ich unsere nächsten Schritte bedenke. Ihr habt es euch verdient. Yeah. Botschafterschultern aus Nekrom. Nekroms Klerus dient häufig als Diplomat und muss es dabei durchaus auch mit den Intrigen des Hauses Telvanni aufnehmen. Sowohl ich als auch Scrooge spüren, wie die Schicksalsfluten wogen und brodeln. Noch schlimmer ist allerdings, dass wir keine Zwiesprache mit Hermaeus Mora halten konnten, seit der Ritus aus dem Schwarzbuch an Verminas Schrein vollendet wurde. Und ihr sagt, ihr habt gesehen, wie Shereni's Körper Apokrypha betreten hat? Ja, Vermina übernahm ihren Körper, nachdem Vollnis Krone sie geopfert hatte. So verschaffte er Vermina Zugang zu Apokrypha und einen Wirtskörper, durch den sie wirken kann. Sie müssen wissen, wo man die Erinnerung findet, nach der sie suchen. Oder sie haben zumindest einen recht klaren Verdacht. Apokrypha ist unendlich. Ohne die Führung des Schicksals sind wir bar jeden Lichts in der Dunkelheit verloren. Es muss eine Möglichkeit geben, ihnen zu folgen, Lehrer Miel. Fäulniskrone und Torvesart haben Wege, unentdeckt zu bleiben. Es bietet sich nur ein gangbarer Weg an. Wir müssen Meisterin Shereni fragen, wohin Vermina ihren Körper gebracht hat. Werdet ihr das zu Ende bringen, Entsandte? Ehe das Unglück eintreten kann, das Mora vorhergesehen hat? Ich stehe euch bei, Lerami, doch wie können wir Meisterin Shereni irgendetwas fragen? Sie ist tot. Zum Glück stehen uns zwei Verbindungsleute zu Geistern, die noch nicht in Richtung Aetherius aufgebrochen sind, zur Verfügung. Magister Mellen und Vikaga Dain. Sprecht zuerst mit Mellen. Er weiß offenkundig, was mit Telvanni-Magiern geschieht, wenn sie sterben. Erzählt mir mehr über Aetherius und warum ihr meint, dass wir mit Meisterin Shirenis Geist in Verbindung treten können. Aetherius ist die unsterbliche Ebene. Wenn jemand stirbt, geht sein Geist in diese Ebene ein, sofern nichts ihn daran hindert. Ein gewaltsamer Tod vielleicht oder der Umstand, dass der Geist noch unerledigte Aufgaben hat. Shereni passt in beide dieser Kategorien. Warum sollte Vermina Apokrypha betreten wollen? Was Hermaeus Mora vorgesehen hat, drehte sich von Anfang an um einen Ansturm auf Apokrypha. Vermina und ihre Verbündeten wollen die Erinnerung bergen, die ihnen gestohlen wurde. Doch ihr Vorgehen wird uns alle in den Untergang reißen. Wir müssen ihr Ziel ermitteln und sie aufhalten. Ihr hattet erwähnt, dass weder ihr noch Scrooge die Präsenz von Hermaeus Mora spüren könnt. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn man die Wärme spürt und weiß, dass die Sonne über einem steht, ohne dass man zu ihr hinaufblicken muss? So fühlt sich Scrooge jeden Tag in den Diensten ihres Meisters. Und es ist, was ich empfinde, wenn ich mit dem Wissenden in Zwiesprache stehe. Jetzt fühlt es sich wie eine Leere an. Und ihr meint, dies hat etwas damit zu tun, dass Vermina Apokrypha betreten hat? Vielleicht. Wir wissen, dass Fäulniskrone eine alles verderbende Verbindung aus Pestilenz und Traum einsetzt, um nicht im Panoptikum entdeckt zu werden. Vielleicht hat der Ritus mehr bewirkt, als nur einen Weg zu öffnen. Vielleicht hat der Mora von seiner eigenen Ebene abgeschnitten. Lehrer Mills Idee ist gut. Shereni hat die Antwort, die wir suchen, und ich weiß, wie man sie erreichen kann. Ja, das war ja mal richtig spannend hier. Und spannend geht es natürlich auch weiter. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat, und abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich freue mich immer sehr darüber. Seid ihr auch schon fertig mit Apokrypha oder habt ihr gerade angefangen mit Nekrom, wollte ich sagen? schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst es euch gut gehen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, ihr!